28. Februar 2021, Gemeinderatswahlen in Kötschach-Mauthen. Vier Parteien kämpfen um die Mandate im Gemeinderat. Nach dem Rücktritt von Walter Hartlieb im Mai 2020 werden bei dieser Wahl die Karten neu gemischt. Josef Zoppert und Christoph Zebedin rittern um das Amt des Bürgermeisters. Wir waren vor Ort und haben die Spitzenkandidaten noch einmal vor das Mikrofon gebeten. Jakob Turner gibt in Würmlach seine Stimme ab. Heute ist Wahltag, wie ist so die Stimmung? Ja, ich bin ganz locker. Ich sehe zuversichtlich in die heutige Wahl. Welche Erwartungen sind so? Ja, die Erwartungen sind natürlich nach oben. Was hat man in den letzten Tagen in der Bevölkerung für eine Stimmung mitbekommen, wenn man so ein bisschen was für mich war die Stimmung gut. Das heißt also, zwei Mandate will man schon wieder? Ich glaube, es wird das dritte sein. Ja, gut. Also, dann wird jetzt dem Ende entgegengefiebert heute. So ist es. Reinhard Kircher ist Wahlbeisitzer in Würmlach und hat seine Stimme bereits im Vorfeld abgegeben. Ja, Reinhard Kircher, heute ist die Wahl. Wie ist so die Stimmungslage? Ich glaube, ganz gut. Ich glaube, die Leute haben von den letzten 5 Jahren einmal genug und wollen wieder was Neues haben. Ich glaube, dass auch die kleineren Parteien in dem Wahljahr ein bisschen einen Zuspruch haben. Und ich glaube, für uns Freiheitliche wird die Wahl sicher nicht so schlecht ausgehen. Hat man so ein bisschen was mitbekommen in der Stimmung, in der Gesellschaft, in der Bevölkerung? Ja, selbstverständlich. Also die, von der Absoluten haben sie, glaube ich, mehr als genug. Ich glaube, es soll ein bisschen eine Demokratie im Gemeinderat auch wieder sein. Ich glaube, das war mal ganz wichtig. Das heißt, also Sie erwarten sich einen Zugewinn. Wie hoch könnte der ausfallen? Ich hoffe natürlich 2 Mandate mehr. Alles, was noch besser ist, alles begrüßenswert. Der Wahlsprengel Kötschach Nord wählt beim Kirchenwirt Engel am Kötschacher Hauptplatz. Christoph Zebedin ist hier der Wahlleiter und schreitet zur Urne. Ja, Christoph Zebedin, heute ist Wahltag. Wie ist so die Stimmung? Also bei mir ist sie positiv und wir hoffen, dass natürlich die Wahlbeteiligung dementsprechend hoch ist. Momentan ist natürlich noch nicht so viel los, aber wahrscheinlich nach der Kirche oder im Laufe des Vormittags wird schon noch einiges kommen. Was kann man so mitnehmen? Was hat man so aus der Stimmungslage der Bevölkerung mitbekommen? Ich glaube, das geht heuer jeder wahlwerbenden Partei oder Kandidat gleich. Das kannst du heuer schwer sagen, weil natürlich persönlichen Kontakt relativ wenig hast gehabt, aber ich glaube, es ist positiv. Was sind die persönlichen Erwartungshaltungen heute für die Wahl? Meine persönliche Erwartungshaltung, glaube ich, haben wir eh schon geredet, ist die absolute Mehrheit zu brechen und eventuell Bürgermeister zu werden. Kötschach Süd wählt im Rathaus. Hier sitzt Josef Zoppert als Wahlleiter. Auch er hat seine Stimme bereits am Vorwahltag abgegeben. Ja, Josef Zoppert, heute ist Wahltag. Wie ist so die Stimmungslage? Ja, grundsätzlich sehr positiv. Wir haben uns sehr bemüht. Das Bürgermeisterteam hat die letzten Wochen sehr intensiv Wahl gekämpft. Wir haben rund 1200 Haustürbesuche gemacht, auch natürlich Broschüren in die Haushalte und unsere Werbemittel gut an die Wählerinnen und Wähler verteilt. Und jetzt ist der Bürger an Bord und die Bürgerin. Der Wahlkampf heuer ist ja etwas anders verlaufen, Corona-bedingt. Hat man trotzdem etwas von der Stimmungslage mitbekommen? Ja, es ist ein bisschen durchwachsen natürlich. Die Menschen sind von Haus aus etwas, soll man sagen, verunsichert durch die ganzen Rahmenbedingungen. Aber ich denke, in der Gemeinde ist die Stimmung trotzdem gut. Wir haben die letzten Monate und Jahre sehr gut gearbeitet im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke, das Wahlergebnis wird sich auch darin widerspiegeln. Wie schauen die Erwartungshaltungen aus? Ja, das ist etwas schwer zu sagen, aber ich würde mir eben wünschen, dass wir natürlich die Bürgermeisterwahl für uns entscheiden und auch für unser Team, für die Menschen, die da mitarbeiten wollen, so viele Stimmen wie möglich erreichen können. Kann man schon etwas zur Wahlbeteiligung sagen?
Momentan nicht. Also wir sehen an den Wahlkarten, dass sehr viele die Briefwahl in Anspruch genommen haben. Auch der Vorwahltag war sehr gut besucht. Da werden circa zwischen 45% und 50% der Stimmen schon unterwegs sein. Und was heute noch dazu kommt, wird dann natürlich hinzugerechnet. Aber wie hoch die Beteiligung insgesamt ist, wissen wir noch nicht. Im Vorfeld der Wahl haben wir unsere Politiker bereits befragt und auch einen kleinen Wordrap durchgeführt. Auf kurze Fragen sollen erste kurze Gedanken als Antworten folgen. Wordrap. Unsere Politiker geben auf schnelle Fragen schnelle Antworten. Name. Josef Zoppot. Alter. 43. Beruf. Angestellter Arbeiterkammer. Lieblingsessen. Pizza. Lieblingsfarbe? Rot. Darum bin ich Politiker. Weil ich etwas bewegen kann. An Kötschach-Mauthen gefällt mir? Alles. Gewerbepark Kötschach-Mauthen? Ist eine große Chance für die Zukunft. Corona? Ist eine Prüfung des Schicksals, durch die wir alle durch müssen. Christoph Zebedin? Politischer Mitbewerber. Aquarina? Eine Herausforderung für die Zukunft. An Kötschach-Mauthen gefällt mir nicht. Boah. Fällt mir nichts ein. Jakob Turner. Politisches Urgestein. Tourismus. Wichtiger Wirtschaftszweig. Almabtrieb. Das ist eine schöne Angelegenheit in normalen Jahren. Reinhard Kircher. Ein politischer Mitbewerber. Arbeitsplatzsicherung. Sehr wichtig für die Bevölkerung. Ortsmarketing. Große Chance für die Zukunft. Warum soll man Josef Zoppot als Bürgermeister wählen? Weil ich seit frühester Kindheit in allen möglichen Bereichen in Kötschach-Mauthen aktiv bin, weil ich die Menschen kenne und weil sie mir sehr am Herzen liegen. Wordrap. Unsere Politiker geben auf schnelle Fragen schnelle Antworten. Name. Christoph Zirbelin. Alter. 38. Beruf? Gast und Landwirt. Lieblingsessen? Lieblingsessen ist gut, Wiener Schnitzel. Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe Türkis. Darum bin ich Politiker. Weil es mir um die Menschen geht und versuche für die Menschen etwas zu arbeiten. An Kötschach-Mauthen gefällt mir? Die Schönheit an der Natur und die Lieblichkeit der Menschen. Josef Zoppot? Mein Kontrahent. Gewerbepark Kötschach-Mauthen? Wäre dringend notwendig, etwas auf den Boden zu bringen. Corona. Endend wohlend. An Kötschach-Mauthen gefällt mir nicht. An Kötschach-Mauthen gefällt mir nicht, dass wir wahrscheinlich mehr für Kötschach-Mauthen tun können, beziehungsweise Kötschach-Mauthen viel mehr kann. Jakob Turner. Kannst du das einmal stoppen? Das war jetzt eine gute Frage. Ja, ich sage meine Ortskollege, fertig. Tourismus. Tourismus ist ein Herzensanliegen von mir und wir brauchen in Zukunft das auf erster Stelle in der Gemeinde. Almabtrieb. Almabtrieb passiert im Herbst. Reinhard Kircher. Reinhard Kircher, ein Gemeinderatskollege im Gemeinderat. Arbeitsplatzsicherung. Arbeitsplatzsicherung ist das nächste Thema, hängt automatisch mit der Wirtschaft zusammen und muss erstes Thema in der Gemeinde werden. Ortsmarketing. Ortsmarketing muss gemeinsam mit Tourismus und Wirtschaft Sachen erarbeiten. Warum soll man Christoph Zebedin als Bürgermeister wählen? Warum soll man Christoph Zebedin als Bürgermeister wählen? Weil ich, glaube ich, ein Mensch bin, der bekannt ist, Team wirken zu können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für einen Einser. Wordrap.
Unsere Politiker geben auf schnelle Fragen schnelle Antworten. Name? Reinhard Kirha. Alter? 48. Beruf? Maschinist, Baggerfahrer. Lieblingsessen? Spaghetti. Lieblingsfarbe? Rot. Darum bin ich Politiker. Mir hat es einfach vor 6 Jahren interessiert, einmal zu sehen, wie das in der Gemeinde Kötschach läuft, welche Summen in Kötschach-Mauthen im Gemeinderat beschlossen werden. Das hat mich sehr interessiert und deswegen habe ich mich entschlossen, noch eine zweite Periode auch noch anzuhängen. An Kötschach-Mauthen gefällt mir? Eigentlich alles. Josef Zobot. Vernünftiger Mensch. Gewerbepark Kötschach-Mauthen. Ja, ein dringendes Projekt, das wir brauchen. Corona. Sehr heikle Sache. Christoph Zebedin. Auch ein vernünftiger Mensch. Aquarina. Ganz wichtig für Kötschach-Mauthen und für das ganze obere Geltal, weil es das einzige Hallenbad ist. An Kötschach-Mauthen gefällt mir nicht. Das ist jetzt schwer. Jakob Turner. Auch ein vernünftiger Mensch. Tourismus. Da haben wir sehr viel Aufholbedarf in Kötschach-Mauthen. Almabtrieb. Wichtiges Thema. Arbeitsplatzsicherung. Ganz wichtig für die Zukunft. Ortsmarketing. Auch eine sehr wichtige Sache. Wordrap. Unsere Politiker geben auf schnelle Fragen schnelle Antworten. Name? Duna Jakob. Alter? 76. Beruf? Volksvertreter. Lieblingsessen? Lieblingsessen. Tiroler Knödel. Lieblingsfarbe? Weiß. Darum bin ich Politiker. Weil ich da Idealist bin. An Kötschach-Mauthen gefällt mir? Die Natur, die herrliche Natur und die Menschen. Josef Zobot. Josef Zobot ist nicht Walter Hartl. Gewerbepark Kötschach-Mauthen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen überdimensioniert, weil ich nicht, auf das nicht glaube, dass so viel Gewerbe kommt in Kötschach-Mauthen. Man soll zuerst einmal jene Dinge, beziehungsweise die Mondine oder draußen die Biogasanlage, die verwerten und nachher tun wir weiter Gewerbepark widmen. Corona. Corona ist eine Krankheit, aber mit der muss die Menschheit auch fertig werden. Christoph Zebedin. Was soll ich, Christoph Zebedin? Das war ja 2 Perioden im Gemeinderat schon, aber eine Periode Vizebürgermeister. Christoph Zebedin wird von woanders gelenkt. Aquarina. Aquarina ist unbedingt zu erhalten. An Kötschach-Mauthen gefällt mir nicht. Wenn andere in Kötschach-Mauthen mitreden und selbst nichts tun. Tourismus. Tourismus wäre eine wichtige Angelegenheit, aber da muss die Bevölkerung mitspielen. Almabtrieb. Almabtrieb wäre in der Form nicht notwendig gewesen. Reinhard Kircher. Reinhard Kircher war Gemeinderat. Persönlich schätze ihn, aber Politiker ist ungeeignet. Arbeitsplatzsicherung. Wer will, findet in Kötschach-Mauthen Arbeit. Ortsmarketing. Auf Ortsmarketing halte ich nichts, weil wir es schon vor 30 Jahren haben gehabt und das eine Geldverschwendung ist. Und auch ein bisschen Spaß muss sein, gerade in Zeiten wie diesen. Die Kömau Memes haben auf ihrem Instagram-Kanal festgestellt, dass die Spitzenkandidaten einst alle gemeinsam unter Schuldirektor Peter Kaiser die Schulbank gedrückt haben. So Burschen, was genau ist da jetzt passiert? Warum habt ihr Streit angefangen? Ja, das ist ganz einfach, weil der Zobot hat den Mateilin Spielzeugtraktor weggenommen. Stimmt das, Seppele, was der Christoph da sagt? Nein, ich tue sowas nicht. Das stimmt gar nicht. Der Zobot hat eh nie was. Außerdem hat mir der Mateilin bei den Haaren gezogen. Ich habe den Zobot nicht bei den Haaren gezogen. Das stimmt nicht. Der hat gar keine. Außerdem käme ich noch gar nicht auf.
Am Nachmittag um 17 Uhr war es dann soweit. Vor dem Rathaus versammelten sich die Mitglieder der einzelnen Parteien und warteten auf das Ergebnis. Amtsleiter Jürgen Temmessel verlas schließlich das Endergebnis der Gemeinderatswahlen 2021. Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2021 sind geschlagen. Ich möchte nun das Ergebnis für die Wahl des Gemeinderates verkünden. Abgegebene gültige und ungültige 2247, davon ungültig 60 und gültig 2187. Davon entfallen auf die SPÖ 1044, auf die ÖVP 661, auf die Namensliste Turner 259 und auf die FPÖ 223. Für die Wahl des Bürgermeisters erlaube ich, das Ergebnis bekannt zu geben. Abgegebene Stimmen, gültig und ungültig 2247, davon ungültig 183, gültig 2064. Es entfallen auf Zopot Josef 1371 und auf Zevedin Christoph 693. Weiters erlaube ich bekannt zu geben, welche Mitglieder oder die Mandatsverteilung aufgrund des Gesamtergebnisses unter Anwendung der Tonschen Formel entfallen. Auf die SPÖ 12 Mandate, auf die ÖVP 7, auf die Namensliste Turner 2 Mandate und auf die FPÖ 2 Mandate. Welche Wahlwerber, welche Mitglieder sind in den Gemeinderat? Magister Zopot Josef, SPÖ. Patara Christina, SPÖ. Zevedin Christoph, ÖVP. Zankl Georg, SPÖ. Seiwald Alexander, SPÖ. Diplom-Volkswirt Turner Wolfgang, ÖVP. Dabringer Thomas, SPÖ. Turner Jakob, Namensliste Turner. Kircher Reinhardt, FPÖ, Blohner Monika, ÖVP, Unterrasinger Katja, SPÖ, Seiwald Gabriel, SPÖ, Feistritzer Klaus, ÖVP, Kana Daniel, SPÖ, Warmut Martin, ÖVP, Keppold Christopher, SPÖ, Matiz Angelika, Namensliste Turner, Gassmeier Sabrina, SPÖ, Kogler Christian, FPÖ, Böhl Nicole, ÖVP, Seiwald Patrick, SPÖ, Dollinger Stefan, SPÖ, Aneta Robert, ÖVP. Die Gemeindewahlbehörde hat Herrn Zopot Josef zum Bürgermeister erklärt. Die Sitzung der Gemeindewahlbehörde war um 16 Uhr. 40 beendet. Das Ergebnis der Kundmachung der Gemeinderat- und Bürgermeisterwahlordnung für die Einspruchsmöglichkeit erfolgt morgen. Danke sehr. Auch der ORF war vor Ort und berichtete live vom Ausgang der Wahlen in Kötschach-Mauthen. Josef Zopot gab sein erstes Interview als neu gewählter Bürgermeister. Von Anfang an, seit ich dieses Amt übernommen habe vor 9 Monaten, habe ich meine Hände immer ausgestreckt in alle Richtungen. Ich habe gesagt, wir müssen im Sinne der Gemeinde alle zusammenarbeiten. Jeder, der gute Ideen hat und mitarbeiten will, ist natürlich herzlich willkommen. Für mich persönlich ist es natürlich ein schönes Zeichen, dass wir auch weiterhin die Stimmenmehrheit im Gemeinderat haben. Aber natürlich wollen wir mit allen zusammenarbeiten. Ja, Herr Zopot, die Wahl ist geschlagen. Wie sind Sie jetzt mit dem Ergebnis zufrieden?
Ja, sehr glücklich mit dem Ergebnis, sowohl als Bürgermeister als auch mit dem Ergebnis für unsere Partei. Wir haben sehr hart gekämpft, wir haben sehr hart gearbeitet und die Bürgerinnen und Bürger haben uns das Vertrauen geschenkt. Ich möchte aber auch den anderen Fraktionen zu ihren Ergebnissen gratulieren. Es hat einen Stimmenverlust gegeben. Ja, insgesamt war die Wahlbeteiligung niedriger wie beim letzten Mal. Die SPÖ hat ein Mandat verloren. Insgesamt haben wir aber die Stimmenmehrheit im Gemeinderat halten können und besser kann es nicht gehen. Das heißt, die absolute Mehrheit ist geblieben. Das war ja ein Ziel der anderen Parteien, dass man das jetzt durchbrechen kann. Wie wird die Zusammenarbeit in Zukunft ausschauen? Von meiner Seite aus, so wie ich es von Anfang an angekündigt habe, wollen wir zusammenarbeiten im Sinne der Gemeinde, der Bürgerinnen und Bürger. Und es soll oder es hat einfach in der Gemeinde eine parteipolitische Prägung keinen Platz, sondern es geht um die Menschen und dafür arbeiten wir. Die Bürgermeisterwahl ist klar ausgegangen. Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Ich habe es mir gewünscht und erhofft, aber es ist schön, dass es dann auch von den Bürgerinnen und Bürgern so bestätigt wurde. Dankeschön. Danke. Ja, Christoph Zebedin, die Wahl ist geschlagen. Es ist ein knapper Zugewinn geworden. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, zufrieden ist man, keine Frage. Man hat mehr erwartet. Wie wir heute schon gesprochen haben, war das Ziel ja, die absolute zu brechen. Das hat leider knapp nicht gereicht. Aber trotzdem darf ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern recht herzlich bedanken, die der ÖVP, dem Team Christoph Zebedin, die Stimme gegeben haben und natürlich mir auch als Bürgermeisterkandidat. Ziel war es ja, die absolute der SPÖ zu brechen. Das hat jetzt nicht geklappt. Nein, das hat nicht geklappt. Das ist aber hauchdünn, die Mehrheit, aber trotzdem ist sie vorhanden. Die Zusammenarbeit wurde ja in den letzten Jahren immer wieder kritisiert. Wie wird das jetzt in Zukunft ausschauen? Ich glaube, der Bürgermeister hat gerade früher auch gesagt, er hat von seiner Seite die Hände ausgestreckt und von unserer Seite ist die Zusammenarbeit sicher gegeben, wenn natürlich gute Ideen auf dem Tisch liegen und von uns auch die angenommen werden, keine Frage. Jetzt war Walter Hartlieb nicht mehr im Start als Bürgermeisterkandidat, trotzdem ist die Wahl recht eindeutig ausgegangen. Haben Sie damit gerechnet? Rechnen. Im Endeffekt habe ich Ihnen beim Interview schon gesagt, es ist ein Kampf zwischen David und Goliath. Und im Endeffekt hat der Wähler als souverän entschieden und das ist anzunehmen, keine Frage. Dankeschön. Danke. Ja, Reinhard Kircher, die Wahl ist vorbei, ein Mandat ist dazu gewonnen. Wie schaut es aus? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, als erstes möchte ich mich einmal bedanken bei den Wählerinnen und Wählern, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Es ist nicht ganz das, was wir uns erwartet haben, aber ein Mandat mehr ist ein Mandat mehr, mit dem wir in den nächsten Jahren arbeiten können. Gratulation an Herrn Zuput und seinem Team. Sie haben die absolute wieder erreicht, was wir wollten verhindern. Der Wähler entscheidet. Ja, die absolute konnte nicht verhindert werden. Warum glauben Sie, dass das Ergebnis eigentlich relativ ähnlich ausgefallen ist wie vor 6 Jahren? Momentan keine Idee. Aber was jetzt fix ist, das Mandat oder der Obmann des Kontrollausschusses? Das schauen wir uns dann an bei der nächsten Sitzung. Wer wird jetzt in den Gemeinderat einziehen? Ja, ich denke einmal so, wie wir auf der Liste waren. Ich habe das Mandat schon gehabt. Also wird sicher Ibra sein und ich glaube, der Christian Kogler wird seins auch annehmen. Wie wird man zusammenarbeiten? Was plant man da? Ich habe bei der letzten Gemeinderatssitzung schon gesagt, wir werden in Zukunft alle müssen zusammenarbeiten. Der Herr Bürgermeister Zuput hat gesagt, auch, dass er seine Hände an alle ausstreckt. Also ich glaube, wir werden in Zukunft alle zusammenarbeiten. Dann wünschen wir alles Gute und eine erfolgreiche Arbeit. Danke. Danke. Ja, Jakob Turner, wie das Wahlergebnis ist jetzt da. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, ich bin mit dem Ergebnis natürlich nicht ganz zufrieden, aber ich nehme das Ergebnis zur Kenntnis. Und in dieser Stunde möchte ich einmal den Wählerinnen und Wählern recht herzlich danken. Danken meinem Team, der Angelika, den Jakob, der Lydia und den Thomas. Danke möchte ich auch meiner Frau, die mich 36 Jahre und weitere 6 Jahre in der Politik irgendwo begleitet hat. Sie sind mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, haben Sie gesagt. Warum? Ja, warum? Das ist schwer zu sagen jetzt. Warum? Weil andere gewonnen haben. Aber 2 Mandate waren es ja auch das letzte Mal schon. Aber es war nur mit einem Mann besetzt. Genau. Und der Kontrollausschussobmann wäre das letzte Mal möglich gewesen, ist jetzt diesmal auch nicht möglich. Ist auch nicht möglich, aber das sagt gar nichts. Eine starke Stimme in der Gemeinde und wie es in der Vergangenheit war. Ich war nicht der Obmann, aber der eigentliche Obmann war immer ich. Ja. Jetzt ist es ja so, es zieht eine zweite Person in den Gemeinderat ein, Angelika Matitz nehme ich an. Wie wird denn die Zusammenarbeit funktionieren? Ich rechne, dass sie gut funktioniert hat und die Zukunft wird vieles zeigen.
Wie, es war ja auch ein Ziel von Ihnen, die Absolute zu brechen. Das hat jetzt nicht geklappt. Wie sehen Sie die Zukunft für Kötschermauten? Wenn eine Zusammenarbeit möglich ist, sehe ich sie nicht schlecht. Und wir, also unser Name schließlich, wir können mit allen und müssen mit keinen. Ja, dann wünschen wir alles Gute. Ja, ich möchte den Herrn Bürgermeister zu seiner Wahl recht herzlich gratulieren. So, danke. Danke. Die Wahl ist geschlagen, der Gemeinderat für die kommenden 6 Jahre gewählt. Bürgermeister Josef Zoppot, den vor 9 Monaten noch der Gemeinderat zum Bürgermeister kürte, wurde nun von der Kötschach-Mautner Bevölkerung erstmals erfolgreich bestätigt. Die Zeiten könnten schwieriger nicht sein. Arbeit wartet viel. Auf konstruktive Zusammenarbeit muss nun mehr denn je gesetzt werden.